vor deinen Thron, Vater, dich zu loben, dich zu preisen, Herr, dir für den heutigen Tag Danke zu sagen, Herr. Segne jeden Vater, der dieses Video sieht. Lass jeden Menschen deine göttliche Liebe spüren, Vater. Schütte jetzt deine göttliche Liebe aus, Vater, auf uns, Vater Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du da bist. Halleluja. Du liebst uns, ja, Herr, du liebst uns, ja, Herr, du liebst uns. Du liebst uns so sehr. Du liebst uns, ja, Vers 16 steht geschrieben, liebe Geschwister. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigen Sohn zu vertrauen, und so vollzieht er sich das Urteil. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn was sie taten, war böse. Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit niemand ihm seine Taten nachweisen kann. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. Dann zeigt sich Gott selbst bestimmt das Handeln dieses Menschen. Lieber Bruder, liebe Schwester, nehme das an, was Gott dir geschenkt hat. Nehme diese Gnade an, diese Liebe an. Sag einfach Ja zu Jesus. Es ist das Richtige. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der für uns gekommen ist, freiwillig, durch Liebe, durch diese göttliche Liebe, die er für uns hat, diese unendliche Liebe. Er liebt uns mit unseren Fehlern, mit unseren Kanten, er nimmt uns so, wie wir sind und liebt uns. Eine echte, vollkommene Liebe. Ich danke dir, Herr, für deine vollkommene Liebe, die du für uns hast, Herr. Und ich möchte dir hier sagen, Vater, von ganzem Herzen, Herr,